Hallo, liebe Zuseherinnen und Zuseher, willkommen zu meiner Sendereihe Kindergedichte für junges und junggebliebenes Publikum. Heute lese ich aus dem Buch Lustig singt die Regentonne von Vera Ferrer-Mikura. Unser Haus hat vier Fenster. Unser Haus hat vier Fenster, komm, zähl sie mit mir. Zähl sie innen, zähl sie außen, es sind 1, 2, 3, 4. Eins im Osten, wo der Morgen aus dem Rosenbusch steigt. Eins im Westen, wo die Sonne übern Hügel sich neigt. Eins im schattigen Norden, wo es kühl ist und grün. Eins im Süden, wo die großen gelben Sonnenblumen blühen. In der Nacht schauen die Sterne durch den Rauchfang herein und der Mond malt an die Haustür seinen silbernen Schein. Unser Haus hat sechs Dinge und ich lob es dafür. Vier Fenster, einen Rauchfang und für dich eine Tür. Vieles ist aus Holz gemacht. Vieles ist aus Holz gemacht. Die Wiege, die Hühnerstiege, das Brunnenrohr und der Trog davor, das Nudelbrett und das Himmelbett, die Türen und die Löffel zum Rühren. Sogar der Besen ist einmal im Wald gewesen und wie die Bänke und Schränke und wie der Leiterwagen hat er einst grüne Blätter getragen. Ist es ein Wunder, wenn in der Nacht unter dem Dach etwas knarrt und kracht? Die Kästen und Balken und Blätter träumen, sie wären noch draußen bei den Bäumen. Und der Sturm, ein zottiger Bär, schüttle sie hin und her. Das Haus mit der offenen Tür. Das Haus mit der offenen Tür. Vorigen Donnerstag um 7:30 hat das ganze Haus gelacht. Da wollte ein Räuber das Kunststück wagen, die offene Tür einzuschlagen. Vorigen Freitag um 9:30 musste er immer noch draußen stehen. Und vorigen Samstag um 8:30 fiel er ins Gras und schlief ein. Am Sonntag schlief er so wunderbar, dass ihm Rosen wuchsen im Zottelhaar. Und ein Finkenweibchen bettete zart vier kleine Eier in seinem Bart. Am Montag hat ihn der Regen geweckt. Da hat er das Nest unterm Kinn entdeckt. Was er sprach, wollt ihr hören? Er brummte, lasst euch nicht stören. Ich bleib hier gemütlich im Grase liegen, bis die Finkenjungen groß sind und fliegen. Da staunt ihr, gelt, dass ein wilder Mann sich so ändern kann? Ich glaube, das hat er im Traum getan. Irgendwann